fahre Elektroroller in der Stadt, weil es einfach praktisch ist. Es ist nachhaltig, es ist emissionsfrei. Ich habe mich für Piaggio entschieden, weil es eine sehr bekannte Marke ist und auch ein Premium-Hersteller. Und vor allem ist ein gewisser Lifestyle mit dieser Marke auch verbunden. Kennt man vom Vespa und so. Und ich finde einfach, das Design ist einfach wunderschön und es ist sehr hochwertig verarbeitet. Mir imponiert das futuristische Design. Vor allem es hat LED-Scheinwerfer. Auch die Farbkombination weiß mit diesem Türkis finde ich wunderschön. Mir gefällt der Scooter einfach so, wie er da steht und finde es einfach top. Vom Fahrwerk her gefällt er mir auch sehr gut. Es ist straff und nicht so schwammig. Und von der Sitzhöhe ist es perfekt, weil ich mit den Füßen gut zum Boden komme und so den Roller auch perfekt rangieren kann. Der Piaggio ist ein sehr leichter Roller. Er ist sehr agil und wendig. Also ich muss sagen, den kann man richtig schön hin und her schupfen. Ist leicht, die Bremsen gehen wirklich sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, das perfekte Stadtgerät. Und vor allem, wenn man mal schnell wo abbremsen muss, weil jemand anschneidet, mit den Bremsen schafft man es. Also was mir ein sicheres Gefühl gibt, ist, dass der ein kombiniertes Bremssystem verfügt. Und das heißt, wenn man den linken Bremshebel zieht, wird sowohl das Vorder- als auch das Hinterrad gebremst. Verbaut ist ein Radnabenmotor mit einer Spitzenleistung von 3 kW und das maximale Drehmoment ist 90 Newtonmeter. Die Batterieladezeit beträgt 6 Stunden, dann ist man bei 80%. Was ich einen großen Vorteil bei einem Roller finde, ist, dass man die Batterie herausnehmen kann und so dann auch in der Wohnung laden kann. Weil ich zum Beispiel in meiner Garage hätte keinen Elektroanschluss, um den Roller über Nacht laden zu können. Natürlich gibt es auch die Sozius-Fußrasten, dass man auch mal jemanden mitnehmen kann durch die Stadt. Die Piaggio gibt es in 2 Versionen, und zwar einmal in der Moped-Version und einmal in der A1-Konfiguration für Code 111 oder A-Führerschein. Ich fahre natürlich die A1-Konfiguration, die sogenannte Active, weil ich den A-Führerschein besitze. Ein weiteres Feature ist das Keyless-Go-System, mit dem man den Roller entsperren und anstarten kann. Die hier wiegt 79 Kilo. Nochmal dazu kommen ca. 15 Kilo für die Batterie. Für das LED-Display gibt es noch ein Bluetooth-Modul, weil es extra ausgestattet werden kann. Das heißt, man kann den Roller dann auch mit dem Handy verbinden. Listenpreis ist 4.399 und es gibt für Elektrofahrzeuge Förderungen und abzüglich aller Förderungen kommen wir dann auf ca. 3.200, was ich für dieses Fahrzeug sehr erschwinglich finde. Und vor allem muss man eins bedenken, durch das, dass man elektrisch fährt und wir den Akku in der Firma laden, sparen wir uns ja den ganzen Sprit und Parkgebühren haben wir auch keine. Also mir gefällt es einfach, wenn ich durch die Kurven heizen kann, zwischen die Autos durch. Also Rollerfahren ist jetzt nicht nur von A nach B zu kommen, sondern auch wirklich den Fahrspaß zu genießen.